überhaupt noch? Frederico! Einfach. Weiß ich nicht, nein. Danke. Die Wahrheit sieht so aus. Ich habe es fallen gelassen. Es fiel mir runter und war völlig hinüber. Wiederzeiger. Ja. Ich hatte Angst, dass der Restaurantleiter wütend auf mich hieß. Also habe ich es versteckt. Je länger es unentdeckt blieb, desto leichter wurde es, mein Missgeschick zu gestehen. Aber genau das, desto schwerer wurde es, zu gestehen oder so. Aber genau das werde ich jetzt tun. Ich erzähle es dem Restaurantleiter alles. Das hieß, fast breche ich. Sieht irgendwie lustig aus. Ja, man musste nur einfach nur mit die Hände wackeln, wenn ich rede. Ich finde, das sieht ein bisschen aus, als wäre es halt dein Körperteil so. Ja, eben. Ich habe auf einmal so eine dünne Hand mit langen Fingern. Ich krieg nachher noch Dresche. Vielleicht. Oh. Aber bitte doch. Nein. So wie Emmy damals. Gut, ja. Grazie. Entschuldigung, irgendwie fühlt sich das nicht richtig an. Grazie, Miss Layton. Sie haben mir den Mut gesenkt, mich in meinen Dämonen zu stellen. Wie es sich für eine Gentlewoman gehört. Gern geschehen. Ja, das hier ist Comedy Gold. Also ehrlich, also ich glaube, du wirst einen sehr guten Platz einnehmen als... Hast du Tränen in den Augen? Nein. Gut. Warum sollte ich? Als die neue Gast-Co-Kommentatorin an meiner Seite von diesen Spielen hier. Ja. Ja. Aber warum sollte ich Tränen in den Augen haben? Weiß ich nicht, das sieht so ein bisschen aus, oder? Die sind einfach nur ganz normal angefeuchtet. Ich bin einfach nur müde. Ach so, okay. Ich dachte, du hast dich so darüber gefreut, dass ich dich als nicht nur würdigen Mark-Ersatz, sondern als super Bereicherung für dieses Let's Play empfinde. Ja, danke. Gentlewoman, ja eben. Lady. Lady, genau. Warum nicht einfach Lady? Für eine Lady gehört. Ja, so hätte ich es in dem Fangame nämlich auch gemacht. Ich hätte nicht Gentlewoman gesagt, sondern Lady. Lady. Mhm. Eine echte englische Lady. Hervorragend, Miss. Diesen fiesen Kerl hast du ja leicht durchschaut. Ja, ja, diesen Typen, der irgendwie besser ist als ich und... Oh Gott. Du klingst ein bisschen verstimmt, Ernest. Vielleicht bist du einfach nur hungrig. Sollen wir was bestellen? Ja, was bestellen? Bestellen? Wo denn? Bei etwas, einem Dienst, der mit Liefer anfängt. Und ich sag nicht... Da, 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 da. Diesmal warst du schuld. Entschuldigung an alle Leute mit Kopfhörern. Ja, es tut mir leid. Ich find's toll. Endlich war ich's mal nicht. Also ich arbeite sowieso gerne mit Leuten zusammen, die ab und zu mal, denen irgendwie mal ein Missgeschick passiert. Du weißt, dass ich tollpatschig bin. Ja, eben. Und ehrlich gesagt, auch auf der Arbeit arbeite ich gerne mit Leuten zusammen, die gerne mal, weiß ich nicht, ein kleines Fehlerchen irgendwo einbauen. Weil dann weiß ich, ich bin nicht der Einzige. Bin nicht der Einzige, genau. Mhm. Ja, in diesem Jahr wird wohl Layton vs. Ace Attorney zu 99% Sicherheit fertig. Ja. Ja. Okay. Okay. Weiter. Ja. Also ich fange mit der Katzone feurig wieder Edna an. Nein, doch nicht. Die arglistige Aquapassa. Oder doch was anderes. Der... Jetzt darfst du dir was ausdenken. Der... Feuerrote Kalamari. Was? Nein, ich nehme alle drei. Oder wie wär's mit dem Pesto della Gurkenbrot? Mein Ohr! Hat jemand. Ja. Das kannst du doch nie im Leben alles essen, aber nicht, dass die Reste in meinem Fressnapf landen. Warum nicht? Ist doch gerade schön. Okay. Okay. Kein Rätsel. Macht nix. Oh, ein Bobby.
Warte, ich muss wieder erst den Bobby ansprechen. Da sieh einer an. Wen haben wir denn da? Katria Layton und Co. Schön, Sie im Jahr zu sehen, Ma'am. Inspektor Hastings hat für den neuesten Fall nur ein recht kleines Ermittlerteam. Seine Auserwählten sozusagen. Und nach ihrer grandiosen Arbeit im Big Ben-Fall überrascht es mich gar nicht, dass sie zu ihnen gehört, Ma'am. Potzblitz, du hast ja schon einen Namen gemacht, Miss. Ja, und das bedeutet, dass ich auch diesen Fall hier lösen muss. Jetzt gilt es, Erwartungen zu erfüllen. Okay. Hydrant! Ein Hydrantenrätsel, nein. 10 Hinweismünzen, klack, 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 klack. Oben die Fahnenrätsel. Fahne. Rechts, Fahne. Rechts. Oben, da. Nein, nicht da. Oben, rechts, da, Fahne. Oh, eine staubige Fahne ist das. Ein Fahnenrätsel. Dieser Polizist hat eine Fahne. Was machen wir mit ihm? Ausnüchtern lassen. In die Ausnüchterungszelle stecken, ja. Mundspülung. Oh, sieh an. Ein Rätsel in den Falten dieser Fahne. Was für ein höchst unwahrscheinlicher Ort für ein Rätsel. Ach ja, und übrigens, es ist ein Rätsel. Gut gesehen, Ernest. Du findest Rätsel oft genau da, wo man sie am wenigsten erwarten würde. Also versuch du dich doch daran, Ernest. Schließlich hast du es ja auch gefunden. Ich will nicht. Und wieder wechseln. Oh ja, wieder wechseln. Gut, dass du mich immer dran erinnerst. Ja. So. Okay. Das Streichholzspiel. Das Streichholzspiel. Oh nee, ich hasse es. Nein, ich hasse es. Okay, dann diesmal. Ein Marktstandbesitzer möchte etwas verkaufen. Flaggen, tolle Flaggen. Eine Flagge kostet nur 100 Pfund. Wie, das ist zu teuer. Ich mache dir ein Angebot. Wenn du 3 von diesen Streichhölzern bewegen und mir einen besseren Preis zeigen kannst, kaufe ich dir die Flagge zu dem Preis. Aber du musst alle Streichhölzer benutzen. Hä? Okay, also kann man denn... Schiebe die Streichhölzer, um sie zu bewegen. Tippe sie an, um sie zu drehen. Denke daran, dass du in England bist. Hä? Denke daran, dass du in England bist. Aber wie soll man denn... Also ich glaube, eins der P's lässt man. Ja, wahrscheinlich. Weil P dann für Pfund steht. Ja. Oder Pound. Ja. Oh, jetzt habe ich was verraten. Verdammt. Auf jeden Fall, ja, platzieren. Kannst ein Streichholz berühren, um es zu drehen. Das geht auch gut. Ich bin gut. Also ich darf... entferne 3 Streichhölzer, um den Preis zu zeigen. Drei entfernen, um den... Wie im Entfernen denn? Also bewegen einfach nur an eine andere Stelle oder entfernen? Wenn du 3 von diesen wenn du 3 von diesen Streichhölzer bewegen und mir einen besseren Preis zeigen kannst. Ja, aber es scheint ja, also man soll sie wohl dann trotzdem. Aber das ist doch nicht. Ja, eben, wie will man das denn? 100 Pfund. Das sind aber nicht 100 Pfund. Nee. Ich hasse sowas. Also. Ich hätte schon mal 222. Aber was? Warte mal, kann ich die denn überhaupt drehen? Ja, indem du sie antippst. Ah. Aber du kannst nicht auf Dingens drücken, das macht dir irgendwie automatisch, wenn es richtig ist. Ach so, also, Ach, meinst du, das ist wieder mit so gespiegelt? Nee, oder man könnte ja theoretisch auch den 3DS umdrehen und überlegen, ob das Ding andersrum ein... Aber, nee, oder... Na, dann muss man mehr als 3 Streichhölzer benutzen, um wieder am Ende P zu haben. Übrigens, also P steht, glaube ich, für Pence, oder? Warte mal, was ist denn... Ich weiß nicht, die Währung dort.
Ich war noch nie in England. England hat die Währung Pfund. Die ist wie dieses, was da Flag gleich 100... Ja, ist das wie Euro bei uns? Na, 100 Pence sind ein Pfund, ja. Okay, also Pence ist das kleinere vom Pfund. Genau. Oder die, also Penny ist einer davon und Pence sind mehrere. Okay, und Also ich kann mir gut vorstellen, dass dieses... Ich habe ehrlich gesagt dieses P, also das kleine P als Pence... Oh, Entschuldigung, ich gucke nicht auf deins, nein. Also ich möchte meinen, dass... Jetzt ist die Frage. Also ein richtig guter Preis wäre ja zum Beispiel, dass null. Man... Ja, null. Dass man 000 P macht. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Oder PF halt. Wenn es wirklich die Abkürzung ist, PF. Na, bei Pence, also PF könnte ja dann eher Pfund sein, aber ich... Aber dieses kleine P ist tatsächlich die Einheit für, also ist für die kleinen Pennies. Das ist ein Ding jetzt gerade. Okay. Aber entfernen kann man sie ja nicht. Nee, wenn man sie rauspackt aus dem Bild, kommen sie zurück. Also muss man die ja wirklich nur umlegen. Also ich hätte jetzt... Null... Ich hätte jetzt 2 Pfund. Also jetzt nicht 2 Pfund, sondern 2... Ah, 2 PF. Aber scheint ja nicht richtig zu sein. Also ich... Eine 1 kriege ich halt nicht daraus. Ja, eben. Das geht nicht. Das ist zu... Obwohl... Also das ist halt das Kleinste, was ich mir halt vorstellen könnte. Weil eine 0 kriege ich da nicht mit 3... Also 2 Nullen kriege ich halt nicht mit 3 Streichhölzern raus. Ja. Ich glaube, ich nehme mir einen Tipp. Ich brauche auch einen Tipp. Zeige den Preis ohne Zahlen zu... Ich bin verwirrt. Soll man Buchstaben zeigen? Pfund oder was? Ich weiß, wie es funktionieren soll. Okay, Ich bin verwirrt, wann man... Ich hab's jetzt. Denk daran, dass du in England bist und... Ja und? Ach, free! Tada! Nee, du hast da übrigens woanders den... An der falschen Stelle den Dings weggenommen. Genau. Du musst den da weg? Ja. Oh, wie gemein. Ist das scheiße. Ja. Soll jetzt das englische Wort free erstellen. Aber du siehst jetzt auch der deutsche, also das scheint ja in jeder Sprachversion gleich zu sein. Ja, aber ich finde das doof. Ich finde es auch blöd, aber gut. Weil da musst du ja halt so voraussetzen, dass derjenige Englisch kann. Ja, eben. Und das sollte man eigentlich bei einem Rätsel nicht. Ich meine, die haben auch dieses Zuhilferätsel, das erste bei... Ja, eben. Das haben sie ja auch in Deutsch nochmal geändert. Ja, bei Ruf des Phantoms. Ja, ich eben. Find das doof. Feuer und Flamme, free, kostenlos, was für ein gutes Geschäft. Dabei war ich überzeugt, dass man durch Bewegen von 3 Streichhölzern keinen Preis bilden kann. Und ich fühlte mich schon in Sicherheit. Einen Preis konnte man... Konnte man auch, weil P ist, das steht für Pence oder Pennies oder so. Das ist wirklich... Ich hatte 222. Ich kann mir gerne mal in Großbritannien, obwohl, nee... Einen britischen Nintendo eShop-Account? Nee, ich glaube, da werden die Sachen nur in Komma angezeigt. Aber trotzdem, dieses kleine P, das ist wie bei uns CT. Ich habe es geschafft, ich habe es geschafft, Miss, ich habe es gelöst. Gut gemacht, Ernest.
Ich bin beeindruckt. Also einfach war es wirklich nicht. Mhm. Ja. Also einfach war es nicht. Ganz und gar nicht. Aber dich das sagen zu hören, war jede Mühe wert, Miss.